Ja, und damit auch auf YouTube willkommen zurück hier bei The Evil Within. Wir müssen hier erstmal was lesen. Suche nach vermisstem Detective läuft. Die 46-jährige Detective Myra Castellanos vom Crimson City Police Department wurde als vermisst gemeldet. Obwohl sie zum Zeitpunkt des Verschwindens im Dienst war, bestritt ein Polizeisprecher jegliche Verbindung zu einem der Fälle, in denen sie ermittelt. Ihr Ehemann und Vorgesetzter, Sergeant Sebastian Castellanos, verweigert einen Kommentar. Schockierend. Wir gucken einfach mal. Denke aber nicht, dass es hier irgendwie groß was geben wird, was wir uns angucken können. So. Wo haben wir nochmal aufgehört? Hallo? Oh, ich erinnere mich. Wir gehen heute auf zur Kirche. Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Danke. Okay, er möchte nichts erzählen. Ich dachte, er will was erzählen. Ich bin ein bisschen nerviger und das ist, weil the police are like everywhere in GTA 4 and I'm annoyed because I'm trying to record a video comparing to GTA 5 to GTA 4 and I need a new car because my one is wrecked. I know I just switched from German to English. I see VA trying to type out in German right now. Oh. That's amazing. I think you should continue with this and have fun on comparing GTA. That sounds very interesting. Spritze, die brauche ich. So, ich mache einmal. I'm trying. Amazing. Mach das Mikro einmal wieder so ein bisschen so weiter weg. Was bist du? Do you think Kidman is okay? I don't like that they used her as bait. Almost like someone's toying with us. Das liegt vielleicht daran, dass es so ist. Hang in there. Just a little further. Genau. Das war wahrscheinlich sehr unnötig. Was haben wir denn noch so? Hashtag ich frag für einen Freund. Nicht mehr viel. Eine Spritze, die wir gerade gefunden haben. Ich kann das alles nicht mehr. Das meiste ist halt leer, ne? Wir haben das und das. Two. We can take them. No, that's not. Schockierend. Ich habe schon mal auf leise umgestellt, weil ich habe das Gefühl, wir müssen uns jetzt ein kleines bisschen beeilen, weil die ihn auch köpfen wollen. Fuck. Ja, gut. You okay? I'm fine. No need to worry. Merke ich, dass ich mir keine Sorgen machen muss. Das merke ich ganz, ganz dolle.
Eieiei. Danke. Einfach nur, weil es halbwegs hübsch aussah. Was ist denn los mit ihm? Oh. Könntest du nicht einfach... Let's go. Das ist jetzt ungünstig. Ungünstig, sage ich ja. Oh. Ah. Cars in the way, police everywhere, French car drivers, the NPCs. Oh, ich kann das alles nicht mehr. Sounds that you're having fun. Warum rennt er weg? Let's Warum go. platziert er da nicht einfach ein paar taktisch schlaue Bomben? Autschi. Nein. Ja, danke auch, ne? Tschüss. I'm close to throwing myself out of the window. Maybe you have to throw your PlayStation out of the window. So we can say bye bye PlayStation. Ja, was soll ich sagen, ne? Wir brauchen jetzt eine Menge. Wir wurden sehr, sehr hart hops genommen, kann man sagen. Blöd gelaufen. Zum Glück liegt hier einiges rum. Also ich denke mal, wir werden hier jetzt wieder so halbwegs versorgt, auch weil ich halt weiß, was noch passiert. I'm recording the GTA 5 on PlayStation 5, GTA 4 on Xbox. I'm only having the issues with GTA 4. So I think you have to throw both outside of the window. What do you think about that? That sounds like a good idea. Oh, bye bye Xbox. Yes, do it. This looks like some kind of a marketplace. It looks deserted, just like everywhere else. We ought to keep moving.
Boah, ich erinnere mich hier an irgendwas. Die Frage ist nur an was. Hang on. Oh no. Oh no. I need to unplug the wires. No, don't do it. Father was a stern man. Proud. And I thought intelligent. But he was also pious. A believer. Somehow he always supported the church, no matter what the newspaper said. He waved away the allegations as if they were infallible. The wretched, the vermin, the stern. All were taken in by that church. Does it seem a little harder to move lately? They were promised salvation and eternal life. But there's nothing they could promise that I couldn't take away. Ja, solche Menschen gibt's auch leider im Real Life, ne? Muss ich leider sagen. Das ist ganz, ganz schwierig. Ich kenne da auch so einen Fall tatsächlich. Naja. Ich habe auch oft einfach das Gefühl, dass das Leute einfach sind, die wirklich so schlimm in dem Thema drin sind, die einfach selbst nach irgendeiner Vergebung für sich selbst suchen und weil sie sich nicht mit sich selbst, ja, weil sie nicht mit sich selbst ins Reine kommen können, versuchen sie es dann halt bei anderen. Und ja, das ist schwierig, kann ich nur sagen, wirklich schwierig. This video might take days to make because GTA 4 is like making me want to dangle from my ceiling. Oh. Maybe it does, but sometimes a good video needs a lot of time, so. Vielleicht ist es ja angebracht, wer weiß. Wir nehmen hier natürlich auch mit, was wir kriegen können. Entschuldigung, Moment. Hier. Ich muss sagen, das finde ich ein bisschen scheiße, dass man nicht direkt stapeln kann, sondern dass ich das dann erst nachladen muss. Das mag ich nicht so gern. Ist hier irgendwas? Ich glaube, hier war ich schon, ne? When I'm done, I will turn out. It will turn out to be a pile of crap. I can see it already. Sometimes it is this way. I remember when I was doing these outro videos. Some of them were pretty crap too. And now I'm like, oh no. Denk mir manchmal, oh Gott, hoffentlich sieht niemand meine alten Videos. Dabei waren die eigentlich gar nicht so schlimm, aber ich bin halt trotzdem froh, dass sie weg sind. Oh Mann. Aber ich glaube, das ist auch ganz normal, dass die ersten Videos immer scheiße werden, oder? Also ich kann mir das nicht anders vorstellen. Man hat ja, also bei mir war es zumindest so, ganz, ganz früh hatte ich halt wirklich gar keine Ahnung von irgendwas. Ich habe mich einfach dahingesetzt und irgendwas gemacht, was mir in dem Moment richtig erschien. Und ja, ich glaube, das war übrigens das, was ich in Erinnerung hatte. Und irgendwie habe ich einfach irgendwas gemacht. Fragt mich nicht was. Und mit der Zeit entwickelt man dann, glaube ich, einfach für verschiedene Dinge ein Auge oder halt eben ja ein Gefühl, was wie sein muss. Oder könnte in den meisten Fällen wohl eher. Deswegen, ich glaube, das ist ganz normal, dass am Anfang alles nicht so gut ist. Ich denke aber auch, wenn man es halt nie probiert, dann kann es auch nicht besser werden. Deswegen. Kann ich es nur jedem raten, probiert es aus, was ihr wollt. Und vielleicht geht's euch dann besser. Oh oh, der Automod hält wieder was zurück. And Dimitri and Peggy keeping calling me if I answer Peggy. It's a forced mission. I keep declining both, but they're lying. Okay, ich glaube, das können wir erlauben. Das ist gar nicht so schlimm. Oh Mann, der Automod ist echt manchmal ganz lustig. So, ich glaube, jetzt wird's nochmal interessant. Wir wurden gerade ganz gut vorbereitet. Dementsprechend kann es nur besser werden.
Klingy waiting for attention all the time. Yes, I know. I think I know what you mean. I hope so. Where do you suppose we are? More like when? This architecture seems straight out of the Middle Ages. Yeah, but there's electricity. Elevators. This place can't be real. It's like jumbled up memories. Hm. Ja, fühle ich. So. Okay, er geht auch gerade sehr, sehr langsam. Oh oh. Shit. Let's hide out in here for a minute. Oh oh. Da habt ihr euch ja den perfekten Spot ausgesucht. Is this what it was like, Seb? After the accident? Well, I never put a gun to my head. No, of course not. Just quietly sank into a bottle. We can't all be perfect. It never affected my work. But hey, you read the IA report. You know I didn't report you because I was worried about your work, Sebastian. What else is there? We don't have time for this. I need my partner here. I'm counting on you. Ja, same, ne? Same. Kartenfragment, gib mir das. Nummer 12. Maybe. It's all symbols. Some kind of cult. Could be useful. Ach Gott, auch noch Särge, wo sind wir hier gelandet? Ja, steig da ruhig drauf, gar kein Problem. Ja, warte. Der ist hier noch nie mit reingegangen, das ist ja interessant. Oh. Schick. Das ist echt immer interessant. Ja, die werden wir leider nicht alle finden, weil ich habe keine Ahnung, wo alle sind. Früher habe ich das halt wirklich mal nachgeschaut, glaube ich, mit so einer Karte. Aber mittlerweile keine Ahnung. Fragt mich nicht. Oh, da oben ist auch noch irgendwas. Was ist da oben? Ich nehme alles. Alles, was umsonst ist. So, und dann machen wir auf den Booms. Dann gehen wir erstmal das Gehirn ausgeben und dann gucken wir, ob wir noch irgendwas lesen können. 4100, damit können wir nicht so viel machen, glaube ich. Lieben? Nee, können wir uns nicht leisten. Das kostet 5000. Oh Mann, ja, ich hätte die maximale Sprintdauer auf jeden Fall gerne höher. 30.000, ich kann das alles nicht mehr. Das wird wohl nichts. Wir könnten den Nahkampfschaden erhöhen und die Spritzenwirkung kostet 15.000. Eieieiei. Das ist auch alles so teuer. I give up with this. Why? I think you should continue with this. Explosivbolzen wäre eigentlich schon ganz gut, wenn wir die nochmal ein bisschen verbessern. Ja, komm. It's like annoying. As hell no. I think you should. Ist Pasa Salvador Graciano. Pastor Graciano und mehrere Kirchenmitglieder von Cheddar Hill werden vermisst. Seit ihrem Verschwinden ist die Kirche verriegelt. Liebst, wie er Cheddar heißt. Will auch heißen wie eine Käsesorte.
This is taking too much effort right now. I need to delete my clips I made. No, don't do it. I think that's not the right way to do this. Because it's just eating storage now. Ermittlung gegen Pastor eingeleitet. Gemeinde verstießt möglicherweise gegen Kirchenstatuen. Was? Moment. Pastor Salvador Graciano wies Anschuldigungen der finanziellen Maßlosigkeiten zurück. Kirchenvertreter überprüfen das Fehlen von Unterlagen zu Geldspenden und Gemeindeausgaben. Das klingt ja wild. Wir speichern jetzt mal nicht, weil wir müssen halt nicht, ne? Give me 3 good reasons to keep it. So, the first reason is you're just emotional now. The second reason is, I think, because you are kind of emotional now, later you will be like, oh no, why did I delete it? Hold on a minute. Let me climb up here and see if I can get a look ahead. And reason number 3 is, maybe you just need some practice for that. So maybe just do a break with this and try it later again. Hey, that's Kidman. Who's that she's with? What I found. Seems to be in working condition. Go on ahead, I'll cover you. Das glaube ich erst, wenn ich sehe. Maybe I will not delete it. I'm too annoyed and stressed right now. I've made a checklist for what I need to. I've checked off what I've been made. Oh, that's very good. Gar kein Problem. Wie wär's, wenn du... Weißt du, ich lass mich jetzt umbringen. Ich bleib jetzt einfach stehen. Ja, danke. Weißt du, ich wollte schon sterben und nicht mal das darf ich. Haben wir noch eine Spritze? Wir haben einen Kasten. Ja, das ist ganz gut. Komm, gönnen wir uns. Hau dir rein, den Bums. Oh, oh. Hör doch auf, warum machst du es nicht richtig? Mann. Gehirn. Danke auf jeden Fall für die Hilfe. Nicht. Ach Gott, ich habe keine Lust mehr. Sebastian, that should leave you out near the path to the church. Keep going, I'll cover you. Oh Mann. I feel like to calm my stress, I just need to choke someone. Maybe you have to call your friend Amy. What do you think about that? To have a nice chat. Das ist jetzt nicht so günstig. Hallo. Das ist jetzt nicht so günstig, ne? Oh.
Entschuldigung. Das ist aber nicht sehr freundlich. Wie wär's, wenn du mir mal hilfst? Oh, wir haben gleich zwei. Danke auf jeden Fall für die Unterstützung, weißt du? Notiz vom Friedhof Wald. Ich bin losgegangen, um Donner zurückzuholen. Ich weiß, wie ich in die Höhle des Löwen komme. Ich lasse nicht zu, dass sie geopfert wird. Folg mir nicht, bleib da und pass auf die Familie auf. Ich werde sie zurückbringen. Daniel. Can you give me another 5 reasons to not delete my clips and stop this project? No, not right now, because I'm kind of busy right now, but maybe later. Könnt ihr euch nicht gegenseitig verhauen? Und wie soll ich ihn off-finishen? Wir werden hier halt sowas von sterben. Ich sehe es ja schon. Finish him off. Was denkt er, wer ich bin? Hallo. Renn doch. Ja, warum nicht, ne? It will be like, why the fuck did you delete them? Now I have to re-record it all. Yes. That's true, so I think you just have to think about it again. When you had your little chat with your friend Amy. Wie viel haben wir denn? Okay, wir haben sogar noch genügend, um ein paar herzustellen. Vor allem Explosivbolzen. Ich nehme die jetzt mal noch nicht, weil ich glaube, dass wir hier sogar noch was bekommen. Bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Ich denke nur, ich sollte vielleicht erstmal den einen loswerden, bevor ich mich um den anderen kümmere. Ja. Das ging jetzt in die Hose. So, boom. Brenn in deine hässliche Drecksvisage. Oh. Das macht's jetzt irgendwie nicht besser, ne? Weißt du, ich muss mal kurz. Ich hab da einen geschäftlichen Termin. So. Okay, mit 3 kriegen wir den doch down. Fuck. Hör jetzt auf, so läufig zu sein. Du kriegst jetzt von mir voll eine in die... Oh.
So. Shit. A dead end. I'll look for another route. Let's meet up by the horse statue there. I don't have Amy's number. I don't want it for that matter. Yeah, but I think you have to just call her. And before that, you have to get her number. To have a nice friendly chat with your good friend Amy. No, I'm just joking, obviously. She can get my Labra number or something. So I think you have to give that number to her. Ooh. I thought you were being serious. Oh man. Leider nicht. So. Toll, was? Das ist nicht gut. Können wir das auch kaputt hauen? Glaub nicht, oder? Nee. Obviously I know you're joking. I hope so. Ja, hier geht halt nicht mehr so viel, ne? Ich denke, wir müssen halt tatsächlich jetzt da lang gehen. Da gab's dann so ein... Das haben wir schon gelesen. I guess we go down. I guess so. Das kommt mir ja sehr bekannt vor. Tja, schockierend. Wir haben leider immer noch keine Schlüssel. Auch wenn ich noch so hart suche. Wie viel Gehirn haben wir gerade? Bestimmt nicht so viel, oder? Oh, 8.900, aber das von den beiden Viechern. Ich denke, wir sparen noch ein bisschen. Wir schauen einmal hier rechts. Ist hier irgendwas Neues? Nö. Nö, nö. Dann hauen wir ab. If she actually wants my number, I will give it to her. I will let her message me, then I will block her. No, don't do it. Ja, ja, vielleicht, vielleicht. Ach nö, ich erinnere mich hieran. Das war nervig. Naja, immerhin kann man hier seine Wut ganz gut abreagieren. Give me a reason to not block her. Because maybe it would be funny to chat with her about some stupid stuff. Verstehe ich nicht. Nein, Spaß. Hier müssen wir auf was achten. Ich hoffe, es war ja doch, es muss auf dieser Seite sein. Da! Ich wusste es!
I could give you her number. No, please do not. She's your girlfriend. Lol. Wie nervig einfach. No, she's not. Are you sure? What do you make of this writing? Doesn't mean anything to me, should it? Hold on a second. I jotted something down earlier. 3597. Oh oh. It seems the sacrifices need to be lowered onto the proper altars, and the safe way to him will be open. Got it. Okay. Ich würde dann halt den hier wegziehen, weil der halt nicht durchgestrichen ist. Keine Ahnung, ob meine Vermutung stimmt. And she's not my ex before you say that. Puzzle, have fun. I think we are done right now, but I'm not sure. Yeah, I think we're done. That was so hard. Gut, dann schauen wir uns das nochmal an. Hier ist noch einer. Dankeschön. Sehr freundlich. Ich glaube, das war's, aber ich bin mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher. Also, es ist halt nur der nicht. Vorausgesetzt, das ist halt die richtige Dingens, ne? Uhu. If I do give her my number, I will probably end up with like 10 voicemails from her. So just give her your Lebra number. And then you can ignore it. Ich bin so ein freundlicher Mensch, ich sag's euch. Boah, aber meine gute Laune von ihm, ich muss sagen, ich bin ein bisschen müde. Ich war vorher noch im Laden am Überlegen, ob ich mir so einen Fertigkaffee kaufen soll. Ich hatte irgendwie Bock drauf, aber dann habe ich gesagt, ah nee, ich will ja heute ein bisschen früher ins Bett gehen, dann wäre das dämlich. Ich hätte es doch machen sollen. Aber naja, ich glaube, meine Laune ist noch gut genug, von daher. Alles gut. Können wir das nicht aufmachen? If he message me with Lebra number, it will save from for her message blocking active or something. Just try it out. Einfach mal ausprobieren. Köstlich. Hier ist eine Akte. Oh nee, es ist so viel. Und dies alles aus Friedhofslabor, es muss Gottes Wille gewesen sein, dass diese beiden Waisenzwillinge überlebt haben. Sie wurden getauft und ihnen wurde Medizin verabreicht. 9 und sein Bruder 10 erholen sich schnell, aber ebenso schnell tritt auch ihre Entstellung voran. Natürlich sind es Zwillinge, aber aus irgendeinem Grund ist ihr Wachstum absolut identisch. 12 Stunden nach der Verabreichung des Serums, 9, bla bla bla, 10, bla bla bla. Körpertemperatur steigt, offenkundig Schmerzen in unteren Extremitäten. Ich werde das jetzt nicht alles vorlesen, weil es halt eh immer dasselbe ist. 24 Stunden nach der Verabreichung des Serums, Stabilisierung der Lebenszeichen, Schlaf in kurzen Intervallen. 36 Stunden nach Verabreichung des Serums, halb bewusstlos, Gespräch mit imaginärer Person, ja same. 48 Stunden nach Verabreichung des Serums, unruhig, Sedativum verabreicht. Why don't you want the stupid girl's number? Because she's your girlfriend and not mine, so... Wunderbar. Y
You could message her like, are you a California Valley girl? No, because I'm a California Valley girl and I'm the original one. So she would be just a fake. Jeden Monat werden Opfergaben zu dem Steinsarkophag an der Oberfläche gebracht, der den Besitzer Altar nennt. 2 Tote, 4 Tote, 3 Tote, bla bla bla. Der Wachhund der Kirche verändert sich. Genau wie bei den Zwillingen schreitet die Entstellung immer weiter voran. Heute hat er schon 6 Leichen verschlungen und doch heult er nach mehr. Ich weiß nicht, wie lange die Kette und Gitter ihm noch standhalten. Ich wage es nicht, das Tier aus den Augen zu lassen. Vielleicht glaubt es, ich wäre eine weitere Opfergabe. Ja, das kann sein. Are you? Yes, totally. Because I'm international. So ist es nämlich. It's so funny when you're like, yes, totally. Totally. Oh. Weißt du, ich geh mal weiter. Das tue ich mir jetzt nicht an. How are you, international? I'm totally. Because I'm a California Valley girl. Ich lieb schon so ein bisschen, wenn Leute so sind, sage ich, wie es ist. Nein. Nein. Oh oh. But how? It just happens, you know? Das ist jetzt ungünstig. Was auch immer du bist, lass mich bitte in Ruhe. Upsi. You and Abby could be California Valley girls. No, there's just space for one California Valley girl. So. Lass mich in Ruhe. Autschi, oh, das hört sich aber komisch an. Ich weiß nicht, ob das so normal ist. Oh ja. Das ist jetzt ungünstig. Ja, ungünstig. Wir sind fast tot, ich lieb's. Joseph. What is it? I dropped my glasses back there. Fuck. Ja, das ist jetzt nicht so gut geworden, ne?
Sieh an, das hilft mir nicht weiter. Kältebolzen, ja gut, das nehme ich. Ich bin ja nur fast tot, wisst ihr? Oh, wir haben eine Spritze. Hm, perfekt. I say it like international. Yeah, maybe then you are a California Valley girl. But maybe you're not. You never know. Das ist jetzt doof. Sebastian, I'll draw it away so you can search. Hallo. Für alle, die es nicht wissen, es gibt jetzt tatsächlich mehrere Möglichkeiten. Was ist das für ein Soundbug? Out of ammo. Autschi. Danke für deine nicht vorhandene Hilfe, weißt du? Ja, kein Problem. Lad in aller Ruhe nach. Gar kein Problem. I could give Amy special friends now, but yes, maybe you should do this. Oh, ich war doch die ganze Zeit auf laut. Scheiße, ich hoffe, es war nicht allzu schlimm. Aber gut, ich habe eh nur Quatsch erzählt, von daher alles gut. Aber dieser Soundbug, er ist so strange, ne? Es gibt tatsächlich einfach die Möglichkeit, die Brille zu holen und abzuhauen. Allerdings hätte ich schon ganz gern sein Gehirn, sage ich, wie es ist. Und dementsprechend... Das ist ungünstig jetzt. Au. War es das jetzt endlich? Ich glaube schon. Tschüss. So ist es nämlich. Joseph trägt diese Brille, seit Sebastian ihn kennt. Wow. Da muss er ja eine tiefe Bindung dazu haben. Die Sache ist, dieser Kampf hier war einfach super unfair. Man hatte halt, man war sowieso schon von dem Kampf von vorhin geschwächt und dann muss man sich auch noch um so ein Viech kümmern. Also ab hier ist halt wirklich, das ist schon echt Eskalation. Immerhin finden wir das wieder. Und da ist einfach nichts drin, wow. Das hilft mir jetzt echt weiter. It's not just about being unable to see. It's about feeling normal. It's all right. Let's focus on finding Kidman. Ja, das würde ich auch sagen, ne? Jeez, Joseph, all that for a pair of glasses.
Ich schaue mich hier nochmal in aller Ruhe um. Wir nehmen nämlich alles, was wir kriegen können. Mein Gefühl sagt mir Sachen. Das ist so ein bisschen das Problem. Es kann aber auch sehr gut sein, dass ich mich täusche oder dass ich einfach zu dumm bin, es zu sehen. Mein Gefühl sagt mir, da oben steht irgendwo so eine Statue mit einem Schlüssel. Nee, das ist sie nicht. Sie auch nicht. Vielleicht ist es auch nicht hier, sondern erst drin. Das kann auch gut sein. Ja, wie wär's, wenn du mir mal hilfst, ne? Oh, oh. Ja, wir speichern mal ganz unten. Und dann gehen wir ins nächste Kapitel. Schade, die Animation lädt immer nur, aber sie sieht eigentlich voll cool aus. Deswegen, ich würde eigentlich gern mehr sehen. Joa. Weiter geht's, ne? Boah. Mein Gefühl, ne? Mein Gefühl sagt mir die ganze Zeit Dinge. Schauen uns hier erstmal in aller Ruhe um. That sounded close. Ich weiß es nicht. Die Sache ist halt, ich weiß es wirklich nicht mehr so gut. Es ist zu lange her. Für alle, die weiter Bock haben, sich weiter umzuschauen, schaut euch hier gerne um. Ich meine, hier war irgendwo noch was, aber ich habe jetzt keine Lust. Sonst sind wir wirklich morgen noch hier. Hey, mein Gefühl Joseph, hat mir wirklich gezeigt, also gesagt, jetzt es wäre da. Aber vorher hat mir mein Gefühl auch gesagt, es wäre nochmal woanders gewesen. Deswegen, meinem Gefühl kann man nicht trauen. Kartenfragment, huhu. Sollen wir mit ihm reden vielleicht? Anscheinend. Sebastian, you ever had the urge to just jump? When you're on a high place, or the subway rolls by. Imagine if you had that urge for a minute straight. Then 2 minutes. You fought it off 3 times now, Joseph. You're learning to stop it. You're not listening. I'm not worried about stopping it, Seb. I'm worried about not wanting to stop it. Some part of me wants to turn. I don't know why. And I can't reason it away. It's deeper than that. It's like instinct. And it's getting stronger. Hold on. This might...
Uhu. Der Wächter, Ich erinnere mich, es wird gut. Ich glaube, das war auch immer so mit mein Lieblingskapitel, glaube ich, oder? Was für Essen diesen Abend? War es Gemüse oder nein? War es Äpfel nochmal? Yes, I had another apple, but I've bought some... When I was in the supermarket, I just bought some... I don't know, it's hard to explain. It's like a pizza, but it's like... It's weird to explain. It's like... I don't know. It's a kind of pizza, I think. I think I can explain it like this. It's not exactly a pizza, but it's like a pizza. Because it was just there and I was like, oh, I want to try this. I'd better start searching for my partners. Now tell me about your dinner. Maybe I need some inspiration. Ist aber auch interessant, in jedem Stream bekommt man einfach so mit, was ich so esse. You eat the weirdest things. No, I don't. I just want to try it. I had steak. You're so creative. Hier sagt mir mein Gefühl halt auch wieder was, aber es kann halt auch falsch sein. Das sieht ja köstlich aus. Es wäre halt so leicht, hier zwischen so eine Statue zu verstecken. Allerdings würde ich sie wahrscheinlich selbst dann nicht sehen. So. Ich habe doch sogar noch auf Ducken gedrückt. Oh Gott, wir werden so in die Luft fliegen. Vielleicht doch nicht. Ganz knapp. Knappe Kiste. Meine Hände schwitzen so übel. Hier gab es noch was, aber ich weiß es leider nicht mehr, wie das genau lief. For a second my phone said I didn't have service. That's kind of funny because a friend of mine texted me like 5 minutes ago that he has no service. That's creepy. I think it's a sign from the Illuminati. Then how did we message you with the WhatsApp on Wi-Fi? So, sometimes my phone just say I don't have a SIM card in my phone when I just do. That's strange. Maybe you have to clean your SIM slot. Maybe I will do this right now. Have fun. Oh oh. Warum sollte ich mir den Stress antun, wenn ich es nicht muss? Ganz ehrlich. Oh oh, ein wütender Pastor.
Literally me in real life when I'm going inside a church. There's like this guy who wants to kill me. No, just joking. Nur Spaß, aber ich fand's lustiger Spaß. Das ist so ich im real life. Nein, Spaß. Denke, ich bin in der Kirche genauso willkommen wie alle anderen Menschen auf der Welt auch. Egal welche Religion und egal was die tun oder nicht tun. Oder so ähnlich, genau. Ihr wisst Bescheid. I will also clean my SIM card too. Maybe you have to bath your SIM card. And maybe you have to bath your phone with the open SIM slots. What do you think about this idea? I think you should try it and then you tell me how it worked and then I will do the same. First you will do it and then I will do the same. Oh oh. Das ist alles gar nicht gut. Okay, give me a minute. Okay, we gonna see you in, I don't know, maybe like a few months when you have enough money to buy a new phone. Oh man, ich kann das alles nicht mehr. Mein Gefühl sagt mich, hier war noch irgendwas. Die Sache ist, es ist irgendwie ultra schwierig, das alles noch wieder rauszufinden, wie es war. Weil es halt so lange her ist, vielleicht kommt es auch noch, aber mein Gefühl hat mir gesagt, das wäre schon gewesen. Wir schauen nochmal. Ich glaube... Das habe ich mir tatsächlich eingebildet. I'm typing this on my PS5, my phone has now turned off. Oh. Okay, that sounds very good. So, bye-bye phone, I guess. Hier ist halt nichts mehr, keine Ahnung. Vielleicht ist hier doch was und ich bin blind. Komm, ist jetzt egal, keine Lust mehr. Mach ich nicht, will ich auch nicht, ekelhaft. Wait, it's turned on, oh. Dann nimm es raus. Wir machen auch nicht mehr ganz so lange. Also ich denke mal noch so 10 Minuten oder so. Dieses Steinrelief wurde aus einer Steintür herausgebrochen, wo es scheinbar die Funktion eines Schlüssels hatte. Ja gut, dann haben wir jetzt einen neuen Schlüssel. Oh oh. Leertaste entschärfen. Cool. You need to do it now. Okay, it's done. Wer will denn hier unten schlafen? Das ist irgendwie widerlich. Okay, meine Nachbarn entscheiden sich anscheinend gerade noch rumzuhämmern. Hilfe! Das metallische Stampfen, es kommt, ich renne weg, aber er folgt mir. Gott, hilf mir, Hilfe, 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 okay. That was quick, wasn't it? No. Totally not. So. Ich bin mir nicht sicher. Moment, wann hier kamen wir, ne? Da liegt noch Munition, aber die können wir nicht mitnehmen, richtig? Wir machen auf jeden Fall noch, bis wir beim nächsten Spiegel sind, denke ich. Und dann machen wir Schluss, weil da ergibt sich das immer am besten. Oh oh. Oh shit.
Da ist er. Das ist einfach so mein Lieblingsgegner aus allen Spielen. Ich liebe ihn. Das wird gut. Einfach weil er irgendwie lustig ist. Ihr werdet noch sehen, warum. Oh, ich freue mich. Obviously, I was joking about my phone in the water. You did? I'm shook right now. Ja, ich sehe langsam, wohin das führt. Und ich sehe auch, dass da vorne eine Kammer ist, in die wir hineingehen können. Ich habe gesagt, wir machen bis zum nächsten Spiegel der SU. Dementsprechend geht das ja perfekt. Oh, wir haben eh noch was zu lesen. In Liebe begrüßen wir Lily Lynn Castellanos, geboren am Dienstag, den 18. Juli 2006. Um 9.56 Uhr, 3, bla bla bla. Wir sind so stolz auf dich, Sebastian und Myra Castellanos. Cute. Yes, never expected that. Zeitung. Katakomben unter Kirche entdeckt. Pastor sagt nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste. Wer trägt Verantwortung? Bei den Reparaturen des eingebrochenen Bodens entdeckten Arbeiter einige Tunnel unter der Kirche von Cheddar Hill und behaupten, Mumien gesehen zu haben. Die Kirchengemeinde verweigert Historikern den Zutritt mit der Begründung, dass dies der Entweihung der Kirche gleichkäme. Totally. Famous Chris Taylor, Vorarbeiter, verschwand bei der Beaufsichtigung der Reparaturarbeiten an einem eingebrochenen Kirchenboden. Die Arbeiten standen kurz vor dem Abschluss, daher ist ein Sturz unwahrscheinlich. How did your phone react with the water? No problem. It's waterproof, so everything is just fine. Wir können noch hinten ein bisschen was machen. Ich weiß nicht, wie viel Gehirn haben wir. Ich gucke einmal kurz. 23.400, das ist gar nicht so wenig. Vielleicht finden wir hier jetzt auch noch was. Ist hier irgendwas Neues? Nee, die Bilder sind weg. Das hier ergänzt sich so langsam, aber ich denke nicht, dass wir das jemals fertig machen werden. Okay, wir können zwei Schlüssel ausgeben. Ich würde sagen, einen investieren wir hier in der Ecke. Gehirn. Warum nicht? Und einen investieren wir hier. Auch Gehirn. Wow. Gut, ich glaube, da haben wir jetzt ein bisschen was zum Ausgeben. Irgendwas wollte ich ja unbedingt haben. Sprintdauer, ne? You should put your phone underwater at 20 meters and leave it for 5 minutes. But I think first you have to do it. So, maximale Sprintdauer 30.000. Ich kann das alles nicht mehr. Nahkampfschaden brauche ich nicht. Ich hätte das gerne. Dafür sparen wir jetzt. Gut. Okay, dann, yes, same. Gut, dann speichern wir noch und dann würde ich mich auf YouTube schon mal verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Dann werden wir mal schauen, was uns hier noch so in diesen Tiefen hier erwartet und auf wen wir noch so alles treffen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.